Naja, es ist nicht komplett langweilig, aber die Aktienmärkte heute tendenziell in einer Seitwärtsbewegung ohne klare Richtung. Aber das Auffallendste ist derzeit die Euphorie, ist der Exzess vor allem an den Optionsmärkten, an jenen Märkten also, nämlich die Optionen, die immer bedeutsamer werden, die immer größere Volumina hier an den Markt bringen, und dementsprechend wedelt der Schwanz mit dem Hund und nicht der Hund mit dem Schwanz, hat man das Gefühl. Also es sind die Derivate, die jetzt in Gestalt der Optionen, Optionsscheine, Knockout-Zertifikate etc. gibt es ja in den USA nicht, ist da verboten. Dementsprechend gibt es nur Aktien, Futures und eben Optionen, und die Optionen werden immer bedeutsamer und da finden Exzesse statt, die sind schon wirklich bemerkenswert. Schauen wir uns das mal an. Wir sehen jetzt, dass in der letzten Woche insgesamt wurden viermal so viele Optionen gehandelt, nämlich Call-Optionen, also Wetten auf steigende Aktien, auf steigende Indizes wie normal. Und wir haben jetzt die Calls, also die Wetten auf steigende Märkte, die machen jetzt schon 40% des insgesamt gehandelten Volumens an der New York Stock Exchange aus. Absoluter Rekord. Das gab es so noch nie, und wir sehen vor allem hier kurz vor Thanksgiving war da ein absoluter Höhepunkt mit 35 Millionen Call-Optionen an einem einzigen Tag vor Thanksgiving. Wie gesagt, auch absoluter Rekord. Durchschnittlich in den letzten 20 Tagen wurden mindestens 20 Millionen Calls gekauft. Das heißt, da ist man all in, da wettet man eben meistens gehebelt über Optionen, dass die Kurse weiter steigen. Es gibt derzeit scheinbar nichts, was die Selbstsicherheit, die Complacency hier der Investoren in Frage stellen könnte. Es gibt keine Risiken, Aktienmärkte gehen nach oben, weil wir ja jetzt den Impfstoff haben, da kann nichts mehr schiefgehen. Dementsprechend ist das die beste aller Welten. Und wir sehen solche Exzesse dann zum Beispiel selbst bei Jugendlichen, bei Teenagern. Hier ein Bericht in einer amerikanischen Zeitschrift, die das Beispiel eines Teenagers zeigt, der jetzt richtig Gas gibt in 2020. Und er sagt, ja, wenn einer meiner Core Positions, meiner Kernpositionen im Depot, wenn die fällt, dann kaufe ich sozusagen den Dip. Und ich bin da ständig dabei, was die Aktienmärkte betrifft. Es ist nur ein kleines Schlaglicht, aber das bringt es so ein bisschen auf den Punkt. Es sind vor allem die Retail-Trader, die Privattrader in den USA, die richtig Gas geben und bisher ja gut gefahren sind, die sogenannten Robin Hooder. Die haben sich besser geschlagen als Hedgefonds, als Profi-Investoren, weil sie eben seit März praktisch all-in gegangen sind und die Märkte sind gestiegen und gestiegen. Und nein, wir haben natürlich nicht einen Exzess. Wir haben jetzt die Situation, dass etwa der S&P 500 nur 144% über seinem langfristigen Trend ist. Hier sehen wir ja diese Trendlinie, da sind wir also nur 144% drüber. Die KGVs, die Kursgewinnverhältnisse sind astronomisch. Es gibt Bereiche, die sind gar nicht mehr messbar, teilweise im Russell 2000, diesen Nebenwerteindex, extrem hohe Verschuldung dieser Unternehmen. Manche machen gar keinen Umsatz, manche machen ein bisschen Umsatz, aber bei vielen ist die Verschuldung extrem hoch. Also das sind schon besondere Dinge. Und wenn wir jetzt uns mal die großen Werte anschauen, eine Apple, eine Microsoft, eine Amazon, eine Alphabet, eine Facebook und eine Tesla, die ja jetzt auch aufgenommen wird, dann sind die knapp, machen die knapp die Hälfte der gesamten Marktkapitalisierung der S&P 500 Unternehmen aus in den USA, und der S&P 500 bildet ja eigentlich die größten Unternehmen in den USA ab. Also wir haben hier eine Konzentration, ein Klumpenrisiko, wenn man so will, bei diesen großen Tech-Werten, und Sid Donald will da ja ein bisschen eingreifen, wie er gesagt hat, diese Section 230, diese Section 230, die vor allem diese großen Tech-Werte schützt. Da wird praktisch eine Unterscheidung gemacht zwischen den Inhalten auf dieser Plattform und der Plattform selber. Da will Donald Trump ran. Donald hat dann mit einem Veto gedroht gegen weitere Ausgaben. Ich hatte heute Morgen fälschlicherweise gesagt, das würde sich um den Stimulus handeln, der ja jetzt verhandelt wird zwischen US-Republikanern und Demokraten. Nein, es geht um Ausgaben für Verteidigung. Also die Soldaten sollen leiden, weil er
sauer ist wegen Twitter oder anderen Plattformen, das ist natürlich schon ein bisschen merkwürdig. In Sachen Stimulus, da tut sich nicht viel. Die Republikaner wollen nach wie vor um und bei 500 Milliarden. Die Demokraten sagen, no way. Das ist viel, viel zu wenig und so scheint man sich erstmal nicht zu einigen. Das spielt aber alles keine Rolle. Es spielt auch keine Rolle, wie die Wirtschaftsdaten sind. Heute etwas schlechtere ADP-Arbeitsmarktdaten als erwartet. Und die Citigroup hatte hier dieses Kennzeichen von Euphorie und der Panik. Da sind wir jetzt in einer Euphorie wie zuletzt eben kurz vor der Finanzkrise. Damals waren auch alle optimistisch. Ich will nicht sagen, dass wir jetzt vor einer richtig fetten Krise stehen oder dass wir einen Crash erleben, aber eine Korrektur von 3, 5, 10, vielleicht 15, 20% wäre angemessen, denke ich, zumal die Realwirtschaft ja ganz anders gestrickt ist derzeit als die Finanzmärkte. Auch diese Grafik hatte ich heute Morgen schon mal gezeigt. Jeder achte Amerikaner hat in den letzten Wochen teilweise nicht gewusst, was er essen kann. Also er hat gehungert, wenn man so will. Und vor allem hier Haushalte mit Kindern, 16% der US-Haushalte mit Kindern haben teilweise Nahrungsknappheit, weil eben dieser Stimulus nicht kommt, weil eben diese Schecks nicht kommen. Aber auch hierzulande in Deutschland, traditionell ja ein Land der euphorischsten Optimisten, wie wir alle wissen, da verschwinden die Optimisten langsam. Hier eine Umfrage von Allensbach und es sind vor allem die produktiven Teile der Bevölkerung, also die, die mitten im Arbeitsleben stehen, zwischen 35 und 55. Ich gehöre dazu gerade noch, ja, ich bin ja schon mit einer 5 vor dem Komma gesegnet. Jedenfalls sehen wir da, das sind nur 22% Optimisten und es ist diese ganze Corona-Geschichte, die offenkundig hier die Stimmung doch deutlich verhagelt. Und jetzt heute die Meldung, dass Deutschland wohl oder in Deutschland die Restaurants und Hotels wohl bis 10. Januar geschlossen werden bleiben sollen. Differenzierter Lockdown am 4. Januar, also nach Silvester, will man sich dann nochmal zusammensetzen, Bundesregierung und Ministerpräsidenten, und dann gucken, wie sind die Zahlen. Wir haben ja jetzt heute Morgen erfahren, dass die Todeszahlen so hoch waren wie noch nie. Die Fälle pendeln sich auf hohem Niveau ein. In den USA haben wir extrem hohe Hospitalisierungen derzeit. Da ist möglicherweise jetzt auch von Lockdowns die Rede, Kalifornien etc. Also diese Corona-Geschichte ist nicht vorbei, aber es ist natürlich dieser Impfstoffoptimismus. Wir werden alle Probleme erledigen, dann ist alles vorbei, der zu dieser Euphorie geführt hat. Interessant, um wieder nach Deutschland zu kommen, ist, dass die Einzelhandelsumsätze deutlich steigen. Auch zum Vorjahr 8-9%. Jörg Krämer hier sagt, das liegt wohl daran, dass die Leute eben ja irgendwie so eine Art Ersatzkonsum haben, weil sie eben weniger Geld für Urlaube, Restaurants ausgeben. Findet ja praktisch derzeit nicht statt. Urlaube wie Restaurants, Theater etc., all diese Vergnügungen finden nicht statt, also konsumiert man, und man tut das natürlich vorwiegend im Online-Bereich und nicht im stationären Handel, was natürlich die Innenstädte dann teilweise stark betrifft. Und wenn wir jetzt nochmal in Sachen Corona in die USA gucken, dann sehen wir hier eine Prozentzahl von US-Angestellten, die zurückkehren in die Büros oder eben auch nicht. Wir sehen, dass wir dann im Sommer so einen leichten Aufwärtstrend mal hatten, aber der ist jetzt wieder deutlich nach unten gekippt. Knapp weniger als 20% der Amerikaner sitzen wieder in ihren oder sind wieder auf ihrer Arbeitsstelle, sondern viele arbeiten zu Hause, aber bei vielen geht das ja nicht. Die müssen vor Ort sein. Es sind meistens die besser Qualifizierten, die es sich leisten können, von zu Hause zu arbeiten. Aber wir haben natürlich auch eine extrem gute Nachricht. Ja, Sid Donald hat schon klar gemacht, naja, also bevor ich hier aus dem Amt scheide, manche wollen es ja immer noch nicht glauben, dass er das tut. Mal sehen, was da noch kommt. Jedenfalls hat er gesagt, ich werde auf jeden Fall dann 2024 wieder kandidieren. Das ist natürlich eine Nachricht, auf die die Welt unbedingt gewartet hat. Und unbedingt gewartet hat die Welt auch auf den Brexit. Was passiert da jetzt eigentlich? Wird man sich da einigen zwischen den Brexiteers in London und eben den Kontinentalstaaten in Europa? Barnier, Michel Barnier, der Chefunterhändler, hat jetzt wohl Botschafter der EU gesagt, dass es durchaus sein kann, dass es keinen Brexit-Deal gibt, beziehungsweise da unterscheiden sich so ein bisschen die Meldungen, dass dieser Brexit-Deal unwahrscheinlich sei. Frage, ist das schon eingepreist in den Märkten? Gerade die deutsche Autoindustrie wäre da sehr verwundbar, weil viele
Teile nach UK geschickt werden, dort weiterverarbeitet werden, dann wieder zurückkommen nach Deutschland, dann wieder nach UK geschickt werden etc. Das wäre ein schwerer Schlag. Hier sehen wir Michel Barnier und hier hat er dann nochmal gedroht, wenn jetzt die UK, also die britische Regierung, die eine neue Finance Bill vorlegen will, wenn die den Regularien der EU widersprechen würde, dann würde man praktisch sofort die Reißleine ziehen bei den Gesprächen. Dann dürfte es einen harten Brexit geben. Aber die Hoffnung ist groß. Wir haben ja jetzt die Notenbankensitzungen im Dezember, sowohl von der EZB als auch von der Fed. Jetzt hat Feds Kaplan, Chef der Dallas Fed, heute schon gesagt, naja, vielleicht sollten wir so langsam mal über Tapering nachdenken, also über die Reduzierung der Anleihekäufe. Was? Anleihekäufe, so muss es heißen. Was? Reduzierung? Die Märkte sind ja voll auf weitere Ausweitung von Liquiditätsexzessen eigentlich eingestellt. Und jetzt hat auch Laney, der irische Chefvolkswirt der EZB, derzeit eigentlich der Kopf der EZB, könnte man sagen, weil Madame Lagarde eben auch fachlich noch nicht ganz auf der Höhe ist, hat gesagt, ja okay, wir wollen die Finanzkonditionen etwa da halten, wo sie derzeit sind. Auch das klingt jetzt nicht nach einer immensen Ausweitung der ultralaxende Geldpolitik, also vielleicht sind die Märkte auch ein bisschen zu hoffnungsvoll, zu euphorisch, was jetzt die Liquiditätsmaßnahmen der Notenbanken betrifft. Gleichwohl, hier sehen wir eine interessante Entwicklung, dass die Inflation Expectations, also die Inflationserwartungen, jetzt das erste Mal über 2% gestiegen sind. Man geht also davon aus, okay, kommt die Vaccine, dann wird alles wieder so wie früher. Dann wird die Nachfrage anziehen, dann wird die Inflation anziehen, dann werden vielleicht die Löhne irgendwie steigen oder wie auch immer. Jedenfalls sehen wir hier den US-Dollar 10-Year Inflation Swap, der eben diese Inflationserwartungen bemisst. Also man geht von steigender Inflation aus und nochmal in Sachen Exzess. Hier sehen wir mal die Verkaufspreise für die Impfstoffe, die jetzt hier ja in der Pipeline sind. Der teuerste ist Moderna, $37 soll da eine Dose kosten. Jetzt muss man wissen, Moderna, diese Firma ist in den USA ja einer der Hoffnungsträger, Marktkapitalisierung $55 Milliarden, Produkte, eins, nämlich dieser Impfstoff. Wenn das schief geht, dann ist sozusagen diese Bewertung, wie bei vielen amerikanischen Unternehmen insgesamt, nicht gerechtfertigt. Man sollte vielleicht auch hier noch sagen, dass Moderna dann selber gesagt hat, oder der Vertriebschef gesagt hat, ja, das ist halt ein Premium-Impfstoff, gell? Und deswegen ist der halt teurer. Das ist derselbe Mechanismus, dieselbe Technologie, die dahinter steht. Das hat nichts mit Premium zu tun, gibt es gar nicht in diesem Bereich. Es gibt nur Impfstoffe, die wirken oder halt nicht. Jedenfalls verkauft man diese ganze Geschichte so, damit man eben diese hohen Preise erzielen kann, weil man schlichtweg sonst pleite ist. Um es mal direkt zu sagen, am günstigsten wäre ja der Impfstoff von University of Oxford und AstraZeneca mit $4 praktisch zum Selbstkostenpreis. Das wollen die Amerikaner mit Moderna natürlich nicht machen. Da muss an dieser Geschichte noch gut verdient werden. Also Exzesse aller Orten, noch haben wir keinen Trigger, der irgendwie einen Abverkauf rechtfertigt. Wir laufen erstmal seitwärts. Die Luft nach oben ist dünn, weil alle schon all in sind. Die denken, es kann nichts passieren, aber es ist eben immer in den Situationen, wo alle denken, es kann nichts passieren, passiert meistens etwas. Unverhofft kommt oft, wie der Volksmund weiß. Und ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.